Auf Robot habe ich ein paar Kleinteile erhalten, um daraus einen neuen Rover zu bauen. Und da die benötigte Elektronik preislich recht günstig ausfällt, habe ich gleich drei Stück davon gebaut. Bei meiner persönlichen Zählweise bin ich mittlerweile bei Typ R18 angekommen. Zielsetzung für dieses Rover-Konzept war es, einen günstigen und einfach nachzubauenden Roboter zu verwirklichen, der per Webinterface ferngesteuert werden kann und dabei Live-Bilder über eine Kamera zu einem Browser überträgt. Es werden keine exotischen Komponenten verbaut und die verwendete Software inklusive der Bauanleitung ist Open Source. Kernelement von R18 ist ein ESP32CAM Microcontroller Board, das, wie der Name bereits vermuten lässt, über ein Kameramodul verfügt. Beim ESP32 handelt es sich um einen Mikrocontroller mit integrierter WLAN-Funktionalität, ein weiteres Kriterium, das für einen ferngesteuerten Roboter von Vorteil ist. Außerdem bereits auf dem Board vorhanden ist eine leuchtstarke LED, womit die Fahrt in meinem Roboterraum auch in stockfinsterer Nacht ermöglicht wird. 8 GPIOs des Mikrocontrollers sind auf dem Board über Pins herausgeführt und somit geeignet, Eigenbauperipherie anzusteuern. Als externe Bauteile habe ich noch einen Akku für die Energieversorgung besorgt, sowie ein Servo zum Schwenken der Kamera und zwei kleine Getriebemotoren von DF Robots erhalten. An den Getriebemotoren ist die Treiberplatine gleich mit angelötet. Diese arbeitet wie bei einem 360-Grad-Servo, es wird also lediglich eine Steuerleitung benötigt, um den Motor mit einem Pulsweitensignal von 50 Hz und einem Tastgrad von 5% in die eine Richtung bzw. mit einem Tastgrad von 10% in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Entweder bei 7,5% Tastgrad oder beim Fehlen eines Pulsweitensignals bleibt der Motor stehen. Zur Verkabelung der Elektronik müssen die Kontakte aus den Steckern der Motoren und des Servos gezogen werden, dazu wird ein Cuttermesser benötigt, um die Sperren auszuhebeln. Die blanken Steckerkontakte habe ich mit den Hüllen von sogenannten Dupont- oder auch Jumperkabeln versehen, Klebeband drumwickeln oder Schrumpfschlauch verwenden geht natürlich auch. Ein Micro-USB-Kabel habe ich durchtrennt, da die Hälfte mit dem Typ A-Stecker für die Stromversorgung per Powerbank benötigt wird. Mit einem Multimeter wird die korrekte Polung geprüft, hier liegt offensichtlich plus 5 Volt an der leicht roten Leitung, so wie es sein sollte. Für die Elektronik habe ich zwei zusätzliche Pinheader verlötet, um alle Verbraucher mit Spannung versorgen zu können. Prinzipiell kann die gesamte Verkabelung allerdings auch ohne Lötkolben erfolgen, dabei werden die Kabel für plus 5 Volt und Masse einfach über eine entsprechende Klemme miteinander verbunden. Um die mechanischen Komponenten anzufertigen, habe ich zwei meiner 3D-Drucker angeworfen. Etwa 170 Gramm Filament sind für die Mechanik in 2 Tagen pro Rover verarbeitet worden. Die Bauteile des roten Rovers sind dabei mit meinem ältesten 3D-Drucker entstanden, nicht perfekt, aber allemal ausreichend für die Mechanik. Zusammengehalten wird das alles von 3mm Schrauben mit 20mm Gewindelänge sowie einem 30cm langen Stück Gewindestange und vielen Muttern. Die Getriebemotoren gibt's mit unterschiedlicher Untersetzung und obwohl ich mich für die höchste Variante mit 75 Motorumdrehungen pro einer Umdrehung der Ausgangswelle entschieden habe, musste ich eine weitere Untersetzung von 5:1 an den Rädern anbringen, ein Tropfen Sekundenkleber hält das Ritzel auf der Motorwelle. Ohne diese extra Untersetzung wäre der Roboter einfach zu schnell durch die Gegend gesaust, was das Steuern per Browser schwierig macht. Die Energieversorgung erfolgt, wie bereits gesagt, über eine Powerbank, die 2 Ampere Spitzenleistung liefern können muss. Die von mir zuerst favorisierte kleinere Version mit nur 1 Ampere hat nicht funktioniert, da offensichtlich kurzfristig ein höherer Strom gesaugt wird. Im Mittel fließen im Betrieb etwa 100 mA aus dem Akku, wenn der Rover ruht. Der Strom steigt auf etwa 200 mA, wenn die Motoren eingeschaltet werden, beim Anfahren auf deutlich mehr.
Mehr als 200 mA fließen, wenn der Videostream gestartet wird. Zur Steuerung können die beiden Räder vorwärts, rückwärts oder in gegengesetzter Richtung angesteuert werden, um den Rover zu drehen. Die beiden Motoren reichen somit zur Steuerung des Rovers aus. Hinten befindet sich ein Kronkorken als Schleifsporn. Ein weiterer Kronkorken ist oben an dem Mast des Rovers angebracht, somit kann das Fahrzeug auch extern mit Energie versorgt werden, um in meinem Robospatium für euch rund um die Uhr erreichbar zu sein. Das ESP32-Board ist schwenkbar am Mast angebracht, womit über das Servo der Blickwinkel nach oben, nach unten oder geradeaus gerichtet werden kann. Die Verbindung zwischen Servoarm und dem schwenkbaren Kameraboard erfolgt über ein Stück 1 mm Draht, zum Beispiel von einer Büroklammer. Die Kamera verfügt über eine maximale Auflösung von 1024x768 Pixel bei einer zwar nicht überragenden, aber durchaus brauchbaren Bildqualität. Für den Roboter reicht's allemal. Die eingebaute LED kann per Pulsweitensignal in ihrer Helligkeit variiert werden. Den ESP32 habe ich mit Hilfe eines Arduino Uno und der Arduino IDE programmiert. Der Mikrocontroller verfügt über ausreichend Rechenleistung, um einen Webserver zu betreiben, Open Source sei Dank. Welche Änderungen ich an dem Code des Webservers vorgenommen habe, um die Schaltflächen zur Steuerung des Rovers zu implementieren, habe ich auf meiner Projektseite beschrieben. Im Quellcode wird festgelegt, an welchen WLAN-Access Point sich der Rover einwählen soll, somit sind die Gefährte von jedem Rechenknecht mit Browser fernsteuerbar. Um die Webseite mit dem Control Interface aufzurufen, muss lediglich die IP-Adresse des Rovers in den Browser eingegeben werden. Es wird zur Steuerung kein App-Murks benötigt, womit der Roboter frei von jeglichen Zwängen irgendwelcher Vendor-Login-Propheten aus Cupertino, Redmond oder Mountain View betrieben werden kann. Ziel und Zweck meiner Roboter ist es, Programmierung von der Pike auf unter Verwendung freier, quelloffener Software zu lehren, nicht irgendwelchen Trends der Software-Diktatoren hinterherzulaufen. Hin zu dem Browser-Interface können entweder Einzelbilder oder, wie hier zu sehen, ein Videostream übertragen werden. Über ein Dropdown-Menü kann die Auflösung gewählt werden, bei guter WLAN-Verbindung ist ein Stream mit 1024x768 Pixeln möglich. R18 ist mein bislang preiswertester Typ Rover und auch in Sachen benötigter Software ist alles sehr kompakt gehalten. Mit den Akkus ist eine Fahrzeit von 10 Stunden machbar, für den Dauerbetrieb über die Schleifkontakte muss ich erst noch einen meiner Roboterräume umrüsten. Bis dahin wird nur einer der drei Rover über Stromleitungen von der Decke her mit elektrischer Energie versorgt, die beiden zusätzlichen Fahrzeuge werden nur zu Sonderveranstaltungen zugeschaltet. Wer möchte, kann also in meinem Robospatium das Steuer von R18 übernehmen und diesen Raum aus der Ferne erkunden, dabei werden allerdings nur Einzelbilder übertragen, kein Videostream. Ihr erhaltet somit das Gefühl, einen wirklich weit, weit entfernten Roboter zu steuern. Das alles geht ohne Anmeldung und ist zumindest für euch kostenlos. Wer mich im Unterhalt und weiteren Ausbau meines Roboterraums finanziell unterstützen möchte, kann aber gerne die Spendenschaltfläche auf meinen Seiten anklicken. Vielen Dank an alle, die davon bereits Gebrauch gemacht haben. Auf meinen Seiten findet ihr natürlich auch die Nachbauanleitung, die 3D-Dateien, die Teileliste und detaillierte Anweisungen zur Programmierung des Rovers. Klickt mal rein! In diesem Sinne,